Digitalisierung bietet die Möglichkeit, sich anders auszudrücken, also sich anders zu sich selbst, zu anderen und zur Welt in ein Verhältnis zu setzen. Das vor allen Dingen in einer handlungsorientierten Form. Das heißt, dass ich auch Medien produziere, was mit nicht digitalen Technologien schwieriger war. Und in der Verbindung kann das zu einem Anlass werden, über den eigenen Medienumgang und die eigenen Medienpraktiken nachzudenken. Eine besondere Herausforderung im Bereich der Medienpädagogik ist es zum einen, ein Verständnis der Technologie zu entwickeln. Und die andere Herausforderung ist die historische Einordnung der Technologie und den kulturellen Kontext zu verstehen. Vor allen Dingen auch, um die Reflexion über den eigenen Medienumgang und die eigenen Medienpraktiken anzuregen. Die zentrale Frage ist eigentlich, wie man Menschen dazu anregen kann, digitale Technologien für ihre Zwecke zu benutzen. Ein zweiter Aspekt wird mit Sicherheit sein, dass es notwendig ist, angesichts digitaler Technologien darüber nachzudenken, wann andere Menschen digitale Technologien dafür benutzen, um mich für ihre Zwecke zu verwenden. Und in diesem Spannungsfeld befindet sich Medienpädagogik eigentlich seit der Erfindung des ersten Mediums, und das wird natürlich im Vortrag auch eine Rolle spielen.